Heute möchte ich euch einen ziemlich verblüffenden Zaubertrick, wie ich finde, zeigen. Und zwar, wie ihr es am Thumbnail wahrscheinlich schon gesehen habt. Hier einfach nur mit den vier Assen. Und im Titel steht ja schon drin, der heutige Trick heißt mein Lieblingsass. Und zwar aus folgendem Grund. Und zwar gibt es ja Leute, vielleicht auch unter euch, unter meinen Zuschauern, von denen ist unter den vier Assen im Kartenspiel das Lieblingsass beispielsweise das Herzass. Und falls ihr diese Leute dann fragen solltet, wieso das Herzass überhaupt dein Lieblingsass ist und sie darauf keine Antwort finden, dann müsst ihr einfach nur Folgendes machen. Einmal eine magische Bewegung über dem Pack. Einmal in euer Finger schnipsen und dann könnt ihr einfach hingehen und zeigen. Na, vielleicht magst du das Herz hast du gerne, weil es von den ganzen grünen Karten in dem Fall die einzige Karte ist, die pink ist. Also mit einer andersfarbigen Rückseite. Und dann gibt es wiederum Leute, von denen ist nicht das Herz das Lieblingsass, sondern hier beispielsweise, sagen wir mal, des Kreuzers. Und falls diese Leute auch nicht wissen sollten, wieso das Kreuzers ausgerechnet ihr Lieblingsass ist, dann könnt ihr auch wieder hingehen und sagen, na, vielleicht magst du das Kreuzers so gerne, weil es von den ganzen grünen Karten in dem Fall die einzige Karte ist mit einer andersfarbigen Rückseite, pink in diesem Fall. Vielleicht magst du ja deswegen das Kreuz das ganz gerne. Und dann gibt es wiederum Leute, von denen ist weder das Kreuz das noch das Herz des Lieblings das. Ja, von denen ist hier. Von denen ist beispielsweise hier das Karo-Ass das Lieblingsass. Und falls diese Leute auch auf die Frage, wieso ist dein Lieblingsass das Karo-Ass, keine Antwort finden, dann müsst ihr, ihr kennt es mittlerweile, einfach nur hingehen und sagen, mit der magischen Bewegung und dem Schnipser, na, vielleicht magst du das Karo-Ass ja so gerne, weil es die einzige Karte ist mit einer andersfarbigen Rückseite. In dem Fall pink. Und wenn mich jetzt Leute fragen sollten, was denn mein Lieblingsass ist. Ihr seht beispielsweise, was mein Lieblingsass ist. Im Intro oder auch in meinem Kanalbild. Dann seht ihr, mein Lieblingsass ist hier das Pikas. Und falls ich dann gefragt werde, wieso das Pikas ausgerechnet mein Lieblingsass ist, dann kann ich wieder hingehen und sagen, na, mein Lieblingsass ist das Pikas, weil es von den einzigen Karten die einzige grüne Karte in diesem Fall ist. Und das war dann der Kartentrick mit den pinken Assen und mit dem grünen Ass, mein Lieblingsass. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Magic Eric. Ciao.